Wie ist denn Ihre Stimmung heute, wenn Sie erfahren, dass Sie heute wieder erfahren, dass Sie nicht aufsperren dürfen? Also ich spreche es offen aus, so wütend wie jetzt war ich noch überhaupt nicht. Also man muss das wirklich rausschreien. Wir müssen öffnen, früher als später. Sie betreiben ja ein Kaffeehaus, wo Sie vermutlich locker Abstand halten können. Wenn Sie jeden zweiten Tisch freilassen, ist die Infektionsgefahr 0, Josef. Aber Sie dürfen es nicht. Ich darf das nicht. Von mir lassen wir es auch noch reintesten, ja, wenn es sein muss. Und wir wollen die Leute auch von der Straße wegholen mit diesen Privatfeiern. Ich meine, ich kenne nur mehr frustrierte Leute. Das wäre für Sie eine Katastrophe, weil Ihr Kaffeehaus, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja so gelegen ist, dass ein Schanigarten gar nicht möglich ist, oder? Ich bin überzeugt, dass das gut ausgehen wird. Und zu den Experten und Expertinnen, ich meine, fragt man uns mal, was unsere Erfahrungen sind? Wer sind diese Expertinnen und Experten, Politiker, die über uns entscheiden? Wenn wenigstens die Förderungen fließen würden. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich schreie es jetzt nochmal raus. Wir haben vom Dezember noch keinen Umsatzersatz bekommen. Wir haben die Kurzarbeit, habe ich erst für November bekommen. Wir können ja nicht mehr leben. Wir brauchen Geld. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Wir renovieren unsere Häuser, während sie geschlossen sind. Fließt die Förderung? Sie sagen, die letzte Abrechnung ist vom November. Das ist offenbar der komplette Umsatzersatz, den Sie für November gekriegt haben und die Kurzarbeit, richtig? Genau, das war super. Das ist ja gegangen binnen 5 Tagen. Wir waren dann alle erstaunt, erfreut. Der Dezember war die zweite Hälfte. Die ersten 5, 6 Tage Abrechnung fehlt noch immer. Es heißt alle 14 Tage, ja in 14 Tagen, wir sind dabei. Manche, glaube ich, haben sogar November nicht bekommen. Aber Kurzarbeit, das geht ja gar nicht. Ich muss ja jetzt die Löhne wieder zahlen in 2 Wochen und wir haben erst bis November das Geld bekommen. Wie sollen wir das leisten? Sie sagen, die Stimmung ist katastrophal. Sie waren noch nie so wütend wie heute. Ja, und das... Ich glaube, es gibt keine Steigerungsstufen mehr. Also jetzt ist aus, jetzt brennt der Ofen. Ich schlucke auch noch den 15. März, ja? Aber dann geht, also nach Ostern, das geht gar nicht. Meine Mitarbeiter, ich habe 3 Mitarbeiter, die mussten sich kleinere Wohnungen nehmen. Die haben ja 5 Monate kein Trinkgeld bekommen. Die Stimmung kippt. Ich habe mit Depressionen, weiß nicht was, ich habe wirklich, ich muss mich kümmern um meine Mitarbeiter, weil die sind schon in Behandlung. So geht es nicht weiter. Ich bin Überlebenskünstler. Was wäre Ihr Appell? Dann ist ja natürlich die Randy Wagner wieder total dagegen. Die ist ja immer gegen alles. Wenn es aufmacht, sagt sie, wir dürfen noch nicht aufmachen. Wenn es zugelassen wird, sagt die immer garantiert drauf, nein, nein, wir müssen jetzt aufmachen. Also das sind ja alles so Faktoren. Entschuldige, ich lasse mich nicht mehr fremdbestimmen von den Politikern. Dass Sie am Eingang testen dürfen, beides wäre Ihnen recht. Alles. Es ist mittlerweile schon alles recht. Ich finde es ein bisschen übertrieben, zu einem Café getestet zu sein. Aber machen wir auch noch mit. Lasst uns beweisen, lasst uns loslegen. Ich bin einmal glücklich, dass endlich einmal eine Entscheidung getroffen wurde. Aber der erste Schritt, das ist schon mal was Positives. Das ist das Positive. Die einen Schanigarten haben und die das auch betreiben können, großartig für die. Ich freue mich für jeden. Die meisten von uns haben so einen kleinen Garten und überhaupt mit dem Abstand noch und den Eingangstest, das wird sich wirtschaftlich nicht rechnen. Das heißt, ich kann das nicht machen. Ich hätte vielleicht 20 Leute im Garten. Der ganze Aufwand, der dahinter steckt, die Administration und so, das rechnet sich nicht. Ich würde es auch gerne machen, weil ich Leuten eine Freude bereiten. Und derweil sind die Leute alle wieder schön brav verteilt auf der Straße und eng an eng. Leuten eine Freude bereiten. Von mir lassen wir es auch noch reintesten, ja, wenn es sein muss. War dieser Eingangstest, ja, dass man wirklich dann einmal darüber nachdenkt, Selbsttests zu machen, die wir dann direkt im Lokal ausführen können, weil für einen schnellen Kaffee wird da niemand kommen und sagen, okay, vielleicht weil er gerade beim Friseur war, aber regelmäßig wird das nicht sein. Ja, also das heißt, du bist enttäuscht, man hat sich mehr erwartet. Natürlich haben wir uns mehr erwartet, aber ich finde, man hätte einfach rigoros durchgreifen müssen, okay, so wie wir aufgestellt sind, mit den Screening, mit den Nachverfolgen. Den Nachverfolgen. Und auch, dass wir die Leute von der Straße holen. Also ich lebe in der Innenstadt und was sich da Freitag, Samstag, Sonntag abspielt, das ist nicht mehr normal. Ja? Aufeinander, ineinander, mit Weinflaschen, alles ist auf der Straße und jetzt... bisschen das beruhigt das ganze Straßenbild. Also das hätte sein sollen.
Wir haben allerdings natürlich jetzt immer wieder Experten, die jetzt schon warnen vor einer nächsten dritten Welle und deshalb auch die Vorsicht der Regierung. Man hat sich ja vorher mit den Experten auch wirklich ausführlich abgesprochen, bevor es dann zu den Oppositionsvertretern gegangen ist und dann zu den Landeshauptleuten. Da kam natürlich wieder der gegenteilige Druck aufzusperren. Es ist ein Kompromiss hier herausgekommen. Die berühmten zwei Wochen sind von Rudi Anschober, der aber wirklich gesagt hat, die Lage ist brandgefährlich. Also man muss die Regierung doch auch verstehen, oder? Ich verstehe sie, aber worüber haben wir gesprochen? Ich glaube, vor einem Monat oder was, oder vor 6 Wochen schon, das heißt, ja, in den nächsten 2 Wochen wird es losgehen. Die Zahlen werden steigen auf 2000. Ich glaube, noch vor 3 Wochen, das heißt, nächste Woche geht es los. Also wir haben 2% der Bevölkerung geimpft. Absolut, also Schritt für Schritt. Frei impfen und dann frei impfen. Das heißt, nächste Woche geht es los. 2500 täglich und mehr auf 3000. Wir steigen massiv an und das wird sich vervielfältigen. Das ist aber wirklich nicht passiert. Ja? Mhm. Also, wenn man jetzt ganz neutral. Natürlich steigt das so und es ist wichtig, war ja eigentlich die Zahl, wie viel sind Intensivpatienten. Ja? Und immer die Betrachtungsweise. Also ich hätte da mehr Mut erwartet. SPD-Politiker Lauterbach, es wird Corona-Tote geben und tatsächlich gehen die Zahlen der Todeszahlen wieder nach oben. Genau. Und Randy Wagner ist immer dagegen, egal was es ist. Entschuldigung, ich muss es immer betonen, wenn mir das so am Herzen liegt. Aber Ludwig macht das ganz klasse in Wien, muss ich sagen. Also ein Vorreiter, auch mit seinen QR-Tests und so. Also wirklich vereinheitlicht, ein guter Vordenker. Was hältst du denn von diesem Vorschlag von Michael Ludwig, beziehungsweise Vorschlag, dass man eben öffentlichen Raum, Parkplätze, Teile des Gehsteigs hier beanspruchen kann, dass die Gastronomen das beanspruchen können. Das ist zumindest ein Ansatz. Also ich bin auf jede Idee dankbar, auch wenn sie noch so diametral ist, dass man sagen, okay, Schnapsidee, aber es ist eine Idee. Ich bin so startbereit in den Löchern und mit unseren Sicherheitssystemen. Also bei uns hätte sich sicher niemand angesteckt. Ja? Also es ist so sicher, das kann gar nicht sein. Mit diesen Abständen, mit den Masken, wir haben uns ja alle gewöhnt an die Masken. Es ist ja keine Diskussion mehr. Also es ist kritisch. Es ist kritisch, auch Mitarbeiter, die sind wirklich verzweifelt. Und es wird immer mehr, also es wird immer schlimmer. Zumindest müssten jetzt auch die Förderungen stimmen, also dass das fließt. Ja? Kurzarbeit hängt. Also ich habe gestern den Dezember ausbezahlt bekommen. Also es ist wirklich hinten nach, wenn man denkt, dass man den Februar schon auch vorfinanziert hat und den Jänner. Und für viele wird es knapp, überhaupt die keine Kredite bekommen haben. Ja? Also es ist eine enge Geschichte und die Förderungen müssen schnell fließen, flott fließen und natürlich auch erhöht werden, wenn wir jetzt an dem März auch nicht mehr offen haben. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Also wie schaut es denn aus? April, Hälfte, also das muss wirklich genug Geld da sein, weil die Kosten laufen weiter. Also glaubst du nicht auch, man hat sich ihm gedacht als Zuckerl, dass man halt die Osterwoche in den Osterferien die Gastgärten eben schon offen haben kann, deshalb ab 27. Aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel bei dir in deinem Lokal wird sich das nicht rentieren. Wie viele Tische hättest du denn draußen? Du brauchst ja doch dann. Also das kriegst du nie rein. Aber ist egal. Also wir hätten es auch gemacht, wenn es halbwegs den Leuten gegenüber, ja, dass man eine Geste zeigt, ja, auch wenn sie es nicht rechnet. Aber wo ein kalter Wind durchpfeift, da kann es ganz schön ungemütlich werden. Das sind also Fragen. Also sehr viele offene Fragen. Das ist halt die Frage. Und wir sind nicht, also wenn man vergleicht, ja, in Italien, Spanien machen sie ja das, ja, aber das ist halt ein anderes Klima, ja, das kann man nicht vergleichen mit unserem, ja, das ist das. Und was ich noch sagen wollte, was mich eigentlich noch sehr enttäuscht hat oder wundert, dass nach einem Jahr die Mietregelung noch nicht da ist, ja, dass das Justizministerium das nicht geschafft hat, ich glaube, die sind ja zuständig, eine einheitliche Regelung zu schaffen, dann wer bezahlt das, wer trägt die Kosten, wie wird unterstützt, macht man Hälfte, Hälfte, also ich habe es ausgehandelt. Was meinst du mit einer Mietregelung? Mit Reduktion, ne, in diesen Monaten, wo man nicht offen haben. Also viele verlangen 100% der Miete. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Wir möchten alles öffnen. Es gehört alles geöffnet. Weil mein Argument, also mein persönliches Argument ist, holt die Leute weg von der Straße, macht alles auf, lässt sie einfach verteilen und dann werden die Zahlen wieder sinken. Mhm.
viele sagen ja, im Moment befindet sich die ganze Situation eher im privaten Rahmen. Also die Leute möchten sich ja dennoch treffen. Viele machen das jetzt im privaten Rahmen. Wäre das in der Gastronomie besser, kontrollierter möglich? Na, absolut. Also wir haben ja unsere Präventionsmaßnahmen. Also wir wissen ja, wie es geht. Ich bin auch für die Öffnung sowohl Schanigärten als auch drinnen und auch bis 23 Uhr. Das, glaubt mir, ich habe das Beispiel aus Spanien auch, da hat man auch alles aufgemacht und die Inzidenzen sinken so, also die Fälle sinken, man verteilt sich. Immer vergleicht ja, in Italien, Spanien machen sie ja das, ja, aber das ist ein anderes Klima, ja, das kann man nicht vergleichen mit unserem. Ja. Glaubt mir, ich habe das Beispiel aus Spanien auch, da hat man auch alles aufgemacht und die Inzidenzen sinken so, also die Fälle sinken, man verteilt sich. Weil Sie eben gerade Spanien ansprechen, Sie wohnen ja auch auf Mallorca. Halb in Mallorca, ja. Genau, wie ist denn dort im Moment die Situation? Wir schauen ja ganz neidisch nach Mallorca. Was die Spanier haben, die sind viel disziplinierter wie wir. Wir haben es ja seit voriges Jahr im Sommer, hat man die Maske auch auf der Straße auf. Ich war letztes Mal im Gym, auch im Gym hast du die Maske auf und die Spanier würden nie was dagegen sagen, ja, nie was machen. Gefahr droht jetzt aus Deutschland, was ja natürlich verrückt war, 300 Flüge einzuschieben, was gar nicht geht. Wir bevölkern jetzt wieder die Insel und ich mache mir große Sorgen um die Insel, dass man das gemacht hat. Ja. Aber die Spanier sind wahnsinnig diszipliniert. Also man geht auf der Straße, sobald du die Maske ein bisschen runden hast, winken die schon die Spanier und sagen, bitte rauf. Ja. Also das haben sie uns voraus. Das klappt bei uns nicht, das wird in Österreich nie klappen. Deswegen sagen wir, holen wir die Leute weg. Also ich sehe es ja immer wieder in der Innenstadt, jedes Wochenende, diese Menschentrauben, die müssen wir lösen. Das kann man nur machen, wenn man innen und außen aufsperrt. Und das sofort. Mhm. Aber das haben wir eh schon vor einer Woche gesagt. Und wie ist jetzt genau die Situation auf Mallorca mit den deutschen Urlaubern? Das hat jetzt so ein bisschen rausgeklungen bei Ihnen, als würden Sie das gar nicht so gut finden, dass die wieder da sind. Ich würde mal meinen, die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt in Spanien. Jetzt brauchen wir es heute, ja. Also die brauchen es, ja. Die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Aber jetzt ist der Ofen aus. Die Deutschen kommen und belagern jetzt alles. Also es ist jetzt schon eine große Diskrepanz aufgetreten. Also kein Wohlwollen der Spanier gegenüber den Deutschen. Sie brauchen das Geld, aber die Spanier sind stolz und sagen, warum dürfen die das, wir dürfen es nicht. Und es ist zu befürchten, dass das ein bisschen aushat und die Deutschen das auch nicht so ernst nehmen mit den Masken. Also das hat sich wirklich bewährt in Spanien. Also da, wirklich Hut ab, wie strikt die das machen und wie rigoros. Das machen wir in Österreich nicht. Und wie geht es den spanischen Gastronomiebetreibern? Haben Sie mit denen sprechen können? Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Die sind wirklich voll im Eck, ja, haben wirklich gekämpft, kämpfen. Circa 30% sind jetzt schon pleite. Es steht überall oben, hilft den Tourismus. Also das schaut ganz schlimm aus. Deswegen waren sie so diszipliniert, jetzt sehr, sehr viele sind pleite gegangen. Was die Spanier haben, die sind viel disziplinierter wie wir. Sehr, sehr viele sind pleite gegangen. Was die Spanier haben, die sind viel disziplinierter wie wir. Sehr, sehr viele sind pleite gegangen. Und bei uns, was hören Sie denn von anderen Gastronomiebetreibern? Wie lange kann es denn noch gehen? Also es wird mega krachen, das sage ich jetzt schon. Also es war ja so, haben wir jetzt im Jänner, Februar war mal der erste große Krach, oder wo man darauf gekommen ist. Also jetzt, wenn die Rückzahlungen beginnen, ich habe schon Teile der Gebietskrankenkasse zurückgezahlt, die Stadt Wien, jetzt steht das Finanzamt an, ich habe Kredite bekommen, aber wir haben noch nicht offen. Weil dann sind die Zahlungen fällig, rigoros fällig. Viele haben die Mietverhandlungen nicht durchführen können. Bei mir ist es gelungen. Und dann wird es richtig krachen. Also ich schätze sicher ein Drittel. Mhm. Ein Drittel der In Vorarlberg haben ja ganz viele Gastronomiebetreiber gar nicht mehr aufgemacht, jetzt wo es möglich wäre. Es gibt nur einen Weg. Es gehört geöffnet. Fitnessstudios gehören geöffnet. Die Volksgesundheit, bitte. Die Kinder leiden. Das ist ein Wahnsinn. Theater. Warum darf Theater nicht spielen unter den Präventionsmaßnahmen? Vorarlberg funktioniert es jetzt auch. Also bitte, lasst uns das versuchen. Macht alles auf. Lasst uns das machen. Aber ich glaube, die Stimmung, gut, das habe ich ja schon vor drei Wochen gesagt, die Stimmung kippt. Die Stimmung ist gekippt. Mhm. Also ich rede auch mit den Friseuren, das mit den
Eingangstest. Ja, machen wir am ersten Mal, die Grundrenovierung wird noch gemacht und dann machen wir es uns selber. Aber das mit den Tests muss man sich auch stark überlegen. Entweder rigoros für alle getestet oder dann doch die Wohnzimmertests oder diese einfachen Tests. Man müsste dann ein richtiges digitales System erfinden. Ja? Aber es wird ja vieles verschlafen. Es wird angekündigt, ich bin neugierig, ob das jetzt mit dem Impfpass klappt, sollte klappen. Aber das hätte man alles schon machen können. Intensivbettenerhöhung und so weiter und so fort. Aber es wird leider immer im Nachhinein reitet die alte Urschel, sag mal. Aber leider ist es in Österreich auch so. Den Herrn Gerd Kunze vom Café Eils, auch als Gastronomen hier vor Ort, der wird uns bestimmt einige Fragen beantworten können. Herr Kunze, warum sind Sie heute hier bei der Demonstration? Von der Wirtschaftskammer veranstaltet, wir müssen die Leute von der Straße holen. Und jetzt müssen wir mal einen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, Gerd Kunze ist heute aber sowas von wütend, oder? Der hätte so dringend gehofft, dass heute vom Bürgermeister ein klares Signal zur Öffnung kommt, dass er also sein Café Eiles, das jeder Wiener kennt, aufsperren darf. Und wenn man ihm jetzt sagt, er darf den Gianni-Garten öffnen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich der liebe Kollege Kunze leicht veräppelt fühlt, richtig? Absolut. Also das ist wirklich ein Schlag in die Magengrube. Wir haben uns so gefreut. Wir sind immer da gesessen und haben uns gefreut, österreichweit, wienweit. Meine Mitarbeiter, wir haben heute ein Personalmeeting, ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Mein Schanigarten, wo geht's noch in Wien, wo wir Baustelle um Baustelle haben. Ja. Das ist eine Ungleichbehandlung, das ist ein Skandal. Also was denkt er sich dabei bei du den Zahlen? Du bist ja ein besonders Bevorzugter, was den Schanigarten anbelangt, weil vor deinem Café Eiles, glaube ich, ist jeweils ein Meter Gehsteig. Da kriegst du nicht einmal einen Sessel drauf, geschweige denn einen Schanigarten. Ne? Ja, ich habe hab eine Baustelle, die 7 Jahre dauert. Oberflächengestaltung in 7 Jahren. U-Bahn. Genau, U-Bahn genau. Ja, wunderbar. Die berühmte Platane. Genau, die Platane haben wir gerettet, aber mich haben sie nicht gerettet. Jetzt werden wir bald mich retten müssen, weil wenn es so weitergeht, mein kleiner Schanigarten in der Lenaugasse, 2 Meter Abstand, 10 Tische, 5 Tische, was machen wir da? Regen? Also das ist ein wirst du den überhaupt aufsperren, diesen kleinen Schanigarten, oder sagst du, das hat keinen Witz mehr? Nein, das hat keinen Witz. Also in 2 Wochen kann ich nicht aufsperren. Wieso das gehen? Rechnet sich nicht. Ich würde so wahnsinnig gern für meine Gäste machen. Ich freue mich so auf die Gespräche, die Mitarbeiter freuen sich. Aber so geht das nicht, lieber Herr Bürgermeister. So werden wir nicht weiterkommen. Auf was hinauf? Weißt du es, auf was hinauf? Auf welche Zahlen? Welche Experten? Ja, über die Zahlen reden wir gleich. Nur vorweg einmal, du appellierst also so wie fast alle Gastronomen in Wien für eine generelle Öffnung, Indoor und Outdoor. Weil du sagst, Outdoor alleine rechnet sich bei dir mal überhaupt nicht, weil dein Schanigarten nur 10 Tische hat, was zugegebenermaßen ein Witz ist, und nur in der Nebengasse, in der Lenaugasse ist, und B, dort auch nicht wirklich lustig, wenn direkt eine Baustelle vor der Tür ist. Wenn sie dezimiert, also wenn man nicht sitzen kann, man macht Privatbad. Brauche ich gar nicht aufsperren. Nein, absolut. Also nicht nur ich, sondern glaube ich 80% der Gastronomen. Und warum glaubst du, dass es Indoor keine Ansteckungen gibt, wenn der Bürgermeister und seine Experten sagen, Indoor ist lebensgefährlich? Schau, warum soll es lebensgefährlich sein? Mit Maske reingehen, Contact Tracing, Abstände halten, mit Maske bedienen, was wollen wir noch alles mehr? Also das passiert nicht. Erfolgreich durch das Anwenden der FFP2-Maske eine Grippewelle auch verhindert werden konnte. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass Omikron eben durch seine hohe Ansteckungsgefahr auch im Freien besonders ansteckend ist. Das heißt, es wird eine Maskenpflicht auch im Freien geben, nämlich immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen. Schau die U-Bahnen an, Busse an oder wo so viele Masken sind, da ist auf einmal der Virus weg und im Gastronomie soll er sein. Warum? Er ist nicht da. Es ist ja bewiesen, das hat man ja schon. Was sind deine Schutzmaßnahmen? Warum bist du dir so sicher, dass sich bei dir keiner anstecken kann? Meine Schutzmaßnahmen, die haben wir ja schon vorgezeigt, die waren ja schon so. Ja. Mit Maske, die Kellner servieren mit Maske, wir testen, die Leute sind mehr durchgeimpft und es geht ja so flott dahin, Gott sei Dank. Da muss ich Wien loben, das funktioniert total. Ja? Die Durchimpfungsrate wird in 1, 2, 3 Wochen so was von massiv sein, dass wir einfach aussperren müssen und können. Warum glaubst du, macht es der Bürgermeister nicht?
Es stehen keine Wahlen vor der Tür, das wundert mich ja. Normalerweise würde ich noch sagen, oder partout eins auszuwischen der Bundesregierung, Hut ab jetzt diese Perspektive, die endlich geboten wurde, ist wieder schlecht, Ganzöffnung wieder schlecht. Also du bist jetzt wieder Kurz-Fan. Ja, Kurz. Ich wäre mittlerweile wieder zum Kurzkampf. Du weißt, ich bin von der Rosa, nein, nicht Rosa Partie, von der, was ist immer denn, Pink Partie, genau. Und das, was Sie jetzt natürlich machen, jetzt war vernünftig, du, ja. Wunderbar durchdacht und auch forciert. Aber er wird immer angegriffen. Jetzt machen wir auf, dann wird er wieder angegriffen. Warum machen wir auf? Randy Wagner, ich bin Ärztin. Schulen auf? Nein, doch nicht Schulen auf. Also immer das Gegenteil. Wir müssen endlich zusammenhalten in Österreich. Diese Schnappatmungspolitik der Opposition geht mal so. Was am Hammer. Bitte, lieber Herr Bürgermeister, wo bin ich? Wo ist er? Wo ist er im Rathaus versteckt? Schaut vielleicht zu, was der Güte hast. Bitte, ja. Lieber Herr Bürgermeister, bitte. Meine Gäste, die kratzen schon so an den Scheiben, die wollen rein. Bitte. Bin schon wieder willkommen. Es soll ja solche Schanigärten-Inseln geben. Das heißt, du dürftest dann theoretisch entweder am Friedrich-Schmidt-Platz oder am Piaristenplatz eine Art Outdoor-Café-Eiles aufmachen. Friedrich-Schmidt-Platz ist Baustelle, ist eine Grube. Na gut, dann am Piaristenplatz. Ja. Nein, würdest das ist ja, logistisch nicht möglich. Auch Stadtpark, das ist eine Schnapsidee. Das ist absolut, der ganze Aufwand steht da dafür. Also überhaupt also, du würdest nie mehr zuwarten, bist jetzt wie lange schon geschlossen? Ich bin seit 2. November geschlossen und meine Mitarbeiter sind verzweifelt. Ich habe zwei mit Depressionen, massiven Depressionen. Ja, also ich meine, das kann's nicht sein. Also du bist seit 6 Monaten zu? Ja, ich bin zu. Also geschlossen. Geschlossen. Ja. Ich auch und deine manchmal. Mitarbeiter haben allmählich genug? Die haben schon lange genug. Die möchten wirklich arbeiten und das steht ihnen auch zu. Und du hast auch genug jetzt. Jetzt reicht's. Halt. Ich habe genug. Ja, vor allem vom Homeschooling muss mein Kind zu Hause lernen. Gut. Ich will weg. Er will in die Schule. Marsch aufs Rathaus. Ich sag's mal. Aufs Rathaus. Ihr marschiert aufs Rathaus. Ja, was heißt? Nicht auf, sondern in. Ja, aber ihr marschiert ins Rathaus. Aber sowas von, ja. Sowas von. Also es wird zum Marsch der Gastronomen aufs Rathaus kommen, wenn der Bürgermeister die Innengastronomie nicht Lassen wir uns mit den neuen Corona-Regeln, die ab heute gelten. Ganz allgemein, wie ist denn derzeit so die Stimmung bei den Gästen, bei den Mitarbeitern? Also ich war jetzt zu Halloween wieder aus ein bisschen und ich habe das Gefühl, kein Mensch denkt darüber nach, außer die Regierung und die Medien. Genau. Das Einzige, was sie eben machen, ist wirklich die Tests vorweisen selbst. Also auch immer wirklich, man kann gar nicht mehr, wenn man hingeht, zeigen sie schon her. Also das ist eigentlich zur Selbstverständlichkeit geworden, aber es wird eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen. Es ist einfach, wir leben damit und es läuft alles gut und die Gastronomie läuft hervorragend. Mhm. Und du hast aber gemeint, die meisten sind ohnehin schon geimpft. Zumindest. Also ich würde mal sagen, also es hat so angefangen mit 80, 85, jetzt sind wir sicher bei 90%. Also wir haben ganz wenige mehr mit Tests. Also es ist überhaupt die internationalen Gäste sind alle geimpft. Mhm. Alle. Und gibt es irgendwie ein Problem, was den Impfstoff betrifft? Nein, internationalen wird da irgendwie nachgeschaut, welcher Impfstoff das ist. Nein, Russen sind einen und wirklich bei uns angekommen. Aber international nein, überhaupt. Und wenn ich das auch noch differenzieren muss, ist es eh schon wahnsinnig viel Arbeit, wirklich, weil so wie gestern war wieder so ein Horrortag, also wirklich ein toller Tag, so ein Horrortag, also wirklich ein toller Tag, so ein Horrortag, also wirklich ein toller Tag, so ein Horrortag, also wirklich ein toller Tag. Von den Mitarbeitern war das selbstverständlich, es sind bis auf 2 alle geimpft, selbstverständlich geimpft. Die 2 werden wir nicht drüber kriegen, die wollen sie nicht impfen, bringen halt alle Tage ihre Antigentests und jetzt eben die PCR-Tests. 2 Tage, die machen das selbstverständlich. Ist für die kein Problem. Also mir wäre das zu lästig, aber wir werden die nicht rumkriegen. Also gewisse Leute wollen sie nicht impfen lassen und steht ihnen wahrscheinlich auch zu. Mhm. Ja, momentan geht es ja auch noch mit einem Antigen-Test bei der Arbeit zu erscheinen, aber das soll jetzt dann eben ab Mitte November nicht mehr der Fall sein. Da überlegt man eben jetzt schon zu verschärfen. Es gibt an jeder Ecke etwas. Also Wien ist da gesegnet. Also am Land ist es bestimmt eine andere Sache, aber in Wien ist es wirklich kein Problem, sich testen zu lassen. Aber mir wäre es zu lästig, also mühsam. Ja, mir auch. Ja, absolut. Also wir haben aber auch sehr viele Gäste, die betonen immer wieder, dass sie zweifach geimpft sind, aber trotzdem 2-mal in der Woche einen PCR-Test machen. Ja? Mhm.
Ja, jeden das Seine. Nicht? Aber prinzipiell ist ein Getesteter sicherer als wie ein Geimpfter mit wenig Antikörper. Was die Ansteckungsgefahr betrifft, natürlich. Genau, aber wenn man selbst geimpft ist und der andere auch, dann ist es im Grunde egal. Weil man kann die meisten kriegen einen leichten Schnupfen oder gar nichts. Wenn man die Intensivstationen anschaut, da haben wir wieder jetzt die Meldung bekommen, 70% oder 77% sogar der Menschen auf den Intensivstationen sind nicht geimpft. Also das beweist ja einmal mehr, dass es für die Geimpften hier kaum gefährlich ist. Aber ihr habt da auch andere Geschichten gehört, dass Geimpfte, die Symptome haben, nach Hause geschickt werden, damit sie nicht in der Statistik auftauchen. Also ich meine, da gibt es wirklich, Zahlen sind geduldig. Ich bin ja auch nicht einmal überzeugt von diesen hohen Zahlen, die jetzt kommen. So richtig, mir kommt das irgendwie, ich sage nicht gesteuert, aber es ist schon ein wahnsinniger Zufall, dass sie jetzt die Zahlen so steigen, weil man einfach die Leute zwingen will zu impfen. Aber so werden wir es nicht erreichen. Auch nicht mit komischen Werbekampagnen. Bannen, Sozialministerium empfiehlt das Impfen. Ja. Man muss endlich aufklären. Wir haben, also wenn ich es von meinen Kindern auch sagen kann, die haben Mitschülerinnen eben zwischen 12, 15, 16, die sind nicht impfen lassen, weil sie noch immer glauben oder von den Eltern eingetrichtert bekommen, sie können nicht mehr schwanger werden oder schwieriger. Also da müsste man aufklären einmal, wirklich Fakten liefern oder ich weiß nicht was. Also gerade bei Schülern würde man ja erwarten, dass die in der Schule entsprechend aufgeklärt werden. Genau, nein, werden sie nicht. Also in den Schulen ist meistens so, dass 80-90% der Jungs geimpft sind und Mädels sind es in der Klasse auf 2 nur. Also sie wollen sie nicht impfen lassen, weil sie keine Kinder mehr bekommen könnten. Das ist aber schon mal ein Faktor. Und da gibt es so viele Gruppen, wo es so viel Zweifel gibt. Und das kann man nicht mit Werbekampagnen ausheben und mit komischen Sprüchen. Impfen ist wichtig, ja. Man muss aufklären. Und das hätte man schon Monate machen müssen. Zum Beispiel den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Der möchte, dass wir gleich auf die Stufe 4 wechseln. Wir haben ja jetzt auch schon über 200 belegte Betten. Und die Stufe 4, die würde normalerweise erst ab 500 belegten Betten schlagend werden. Aber das würde dann bedeuten, dass man nur noch mit 2G irgendwas machen darf. Also auch in die Gastronomie kann man da nur noch mit 2G gehen. Was würdest du da als Gastronomievertreter dazu sagen? Wär schlimm. Wär schlichtweg der Wahnsinn. Ja? Also wenn man Leuten verbietet, in der Gastronomie zu gehen. Viele sind vorsichtig, die anderen gehen. Und wie man gut getestet, kann man doch reingehen. Also was spricht da dagegen? Also wirklich. Das sind jetzt wieder so Drohgebärden, die kommen. Jeder Tote ist zu viel, jede Infektion ist zu viel, aber die Verläufe sind relativ harmloser geworden. Es werden mehr Leute geimpft. Ich glaube, wahnsinnig weit auf wird es nicht gehen mit den Impfungen. Das ist, man sieht es ja, ne? 0,1% jeden Tag mehr. Also den großen Knaller kriegt man da nicht. Jeder Tote ist zu viel. Jeder Tote ist zu viel. Jeder Tote ist zu viel. Hast du auch den Eindruck, oder viele Leute sagen ja, man provoziert hier eine Spaltung der Gesellschaft, man hetzt hier Gruppen aufeinander auf. Wir haben ja immer noch, jetzt ist es fast schon weniger als ein Drittel, die ungeimpft sind und auf der anderen Seite die 2/3, die geimpft sind. Ja, eine Spaltung. Ich meine, es sind zwei polarisierende Meinungen auseinander. Ich meine, eher greifen die Ungeimpften die Geimpften an, als wie die Geimpften die Ungeimpften noch. Ja. Ja.
Obwohl, eigentlich muss man schon sagen, wie kommen wir eigentlich dazu, wo wir planen mit unseren Geschäften und eigentlich eine Planungssicherheit haben wollen. Und die haben wir jetzt, dass wir im Hinterkopf noch immer die Drohgebärde haben, dass, okay, was ist, wenn, also Lockdown steht ja keiner im Raum. Warum müssen wir auf die Unvernunft derjenigen, die sich nicht impfen lassen oder nicht testen lassen, einfach mitleben? Das ist, finde ich, ein bisschen unverantwortlich. Genau, du sprichst es schon an. Also falls wirklich so eine Regelung kommen sollte, 2G auch in der Gastronomie, da würdest du dir da von der Regierung wieder Unterstützungsgelder erwarten? Naja, schon. Also vor allem was wirklich sein muss, ist nächstes Jahr wieder die Saison, so wie es heuer. Wir fahren gut mit den 5% Umsatzsteuer. Das muss ausgedehnt werden. In Deutschland ist es ja schon. Mhm. Das muss ausgedehnt werden. Jetzt kommen die großen Zahlungen, Rückzahlungen. Es gibt schon massive Probleme mit den Banken. Es wird ein massives Problem nächstes Jahr geben mit den Rückzahlungen, weil die Banken die Leute, die um Kreditstundungen angesucht haben, in Sanierungsabteilungen geben. Das heißt, sie sind fremdgesteuert. Und das wird ein massives Problem. Das wird sich nächstes Jahr im März ganz dramatisch zuspitzen. Also von deinen Kollegen aus der Branche hörst du hier große Angst? Also die haben einfach gestundet und irgendwann wird es jetzt fällig? Nein. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ich hafte persönlich klar als Geschäftsführer einer Gesellschaft. Das ist ja klar. Also ich bin ja sowieso. Aber die wollen jetzt zusätzlich noch Geld einschießen. Mhm. Also das wollen sie machen oder haben, werden sie nicht kriegen. Von mir sicher nicht. Man schuldet dann einfach rum. Also es gibt ja andere Banken. Aber was noch massiver jetzt, das möchte ich wirklich ansprechen, ist das Personalproblem. Das ist ein massives Problem. Mhm. Wir haben jetzt wirklich festgestellt, also ich habe reihenweise Kündigungen, nicht weil ich so ein blöder Unternehmer bin oder zu wenig zahle, bitte Leute, ich zahle wahnsinnig viel, ist so viel Trinkgeld, aber massive Umschuldungen, die angeboten werden vom AMS, das ist das Arge. Da werden zum Beispiel Kellner von mir, jahrelange Kellner, die gehen jetzt in den Sozialbereich, das ist sehr interessant, ja, aber die fehlen den Arbeitsmarkt. Und wenn die Leute in diesen Monaten, 6 Monate arbeitslos gewesen wären und nur 60% bekommen hätten, dann hätten sie ganz eine andere Einstellung und würden sagen, nie wieder arbeitslos. Danke, danke, dass wir Arbeit haben. Und das ist massiv schief gelaufen. Ja, dann werden die Leute wahrscheinlich Takeaway nehmen müssen im Café. Ja, genau. Schauen wir mal, Selbstbedienung. Wie es weitergeht. Ja, genau. Ja, absolut. Großes Thema natürlich an diesem Tag, die 2G-Regelung, die macht sogar im Ausland Schlagzeilen, denn so streng wie bei uns ist es nirgends. Seit gestern dürfen Ungeimpfte nicht mehr ins Café, auch nicht mehr zu Gerd Kunze ins Traditionscafé Eiles in Wien. Wie waren denn jetzt die ersten Tage mit der 2G-Regelung? Ja, seit gestern Morgen. Also es war ein massiver Rückgang. Jetzt haben wir uns endlich einmal raufgearbeitet. Wir waren ja schon fast wieder beim Lockdown, Vor-Lockdown-Umsatz, -10% vielleicht. Und gestern waren es gleich -30%. Das heißt, irgendwie verstehe das die Psyche der Menschen nicht. Also es hat eigentlich, bei uns sind ja 95% der Menschen geimpft. Das heißt, uns sollte es eigentlich überhaupt nicht treffen. Weißt du? Aber unser Kaffeehaus. Ja, also und andere Cafés, genau. Mhm. Weil einfach die Leute sind geimpft und kein Problem. Aber es ist einfach im Kopf drinnen bei den Leuten jetzt an, oh Vorsicht, 2G-Regel, eigentlich sollte man immer weggehen. Ich habe massive Beschwerden von anderen Gastronomen, die sagen, es werden Weihnachtsfeiern abgesagt, es werden die Stammgäste kommen immer, die Karten unten kommen immer und so weiter und so fort. Also das ist jetzt wirklich ein massives Problem und das ist wirklich eine Katastrophe. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Also wir haben eigentlich ein bisschen Meck. Das heißt, es fehlen nicht nur die Ungeimpften, es fehlen auch die Geimpften. Die Geimpften ziehen sich auch ein bisschen zurück. Ja? Das heißt, wahrscheinlich ist es vielleicht die erste Phase, ich kann es nicht beurteilen, aber zurzeit, also ich bin ein bisschen verzweifelt, also ich bin massiv verzweifelt. Die ersten Cafés machen auch schon zu aufgrund der 2G-Regel. In Kärnten zum Beispiel, in Millstatt, hat ein Café auf Facebook gepostet, wir öffnen erst wieder, wenn alle Menschen gleich sind. Mhm. Okay, das sehe ich ein bisschen anders mit dem Gleichsein. Also ich bin eher schon für eine Impfpflicht, damit endlich einmal was weitergeht. Ja.
weil ich sehe nicht ein, dass ich als Wirtschaftstreibender, der wirklich ordentlich arbeitet und wirklich fleißig ist, mittlerweile 7 Tage die Woche arbeite, jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, weil wieder eine neue Regelung kommt. Mir fehlt komplett das Ganze. Man hat die Zeit vollkommen verschlafen im Sommer. Und frei impfen und dann 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 Weil du eben gerade die Schlagzeilen ansprichst, Österreich ist ja mit der 2G-Regel ein Vorreiter in Europa. In Italien gibt es schon seit Wochen jeden Samstag große Proteste gegen 3G am Arbeitsplatz. 2G schaut man sich ganz genau an. Und da meinen Politiker, so wird das bei uns in Italien nicht sein. Das wird bei uns in Italien nicht kommen. Deutschland überlegt auch, aber auch da gibt es große Aufregung. Jetzt sagst du 2G, nicht ganz das Richtige. Du gehst jetzt sogar noch einen Schritt weiter in Richtung Impfpflicht. Denkst du wirklich, das ist das Richtige, dass wir jetzt immer mehr die Maßnahmen hocheskalieren? So, ich bin mittlerweile, also ich bin eigentlich, ich war ja immer Impfgegner. Ne? Und ich habe mich auch, ganz ehrlich gesagt, impfen lassen, weil man dachte, ich kann reisen und ich muss es machen, weil ich mit vielen Leuten zu tun habe. Aber es geht einfach nicht, dass wir, die Geimpften oder viele der Geimpften, verzichten müssen, weil sich viele nicht impfen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue auf mein Geschäft. Ja. Ich muss schauen, dass mein Geschäft läuft. Wie komme ich dazu? Die Banken stehen Spalier dahinter, die Sozialversicherung und alles. Wir müssen alles zahlen. Das heißt, wir müssen einmal eine einheitliche Regelung finden. Nicht immer so knappe Sachen. Dann machen wir das und vielleicht dort ein bisschen noch und da ein bisschen. Es muss ein einheitliches Ganzes sein. Und das hätte schon längst passieren müssen. Aber was du machst jetzt gerade eine Kategorisierung. Die Geimpften und die Ungeimpften. Und die Ungeimpften sind jetzt quasi schuld daran, dass es dir so schlecht geht. Nein. Die Ungeimpften sind nicht schuld daran, weil die wollten nicht zu Hause bleiben. Es gibt sehr viele Ungeimpfte, die natürlich massiv protestieren und sagen, wir brauchen das Gasthaus eh nicht. Ja. Man hat jetzt wieder gesehen, die 2G-Regelung hat etwas bewirkt. Im 10., 16. Bezirk, dass die Leute, die ins Fitnesscenter gehen wollen, alle impfen gegangen sind. Ja? Damit sie wenigstens, das hat sie getroffen, ja? witzigerweise. Ist das jetzt die richtige Lösung, dass wir den Graben noch tiefer machen, dass wir jetzt wirklich die Ungeimpften als Sündenböcke hinstellen? Nein, ich stelle sie nicht als Sündenböcke hin. Aber du hast gesagt, sie bleiben jetzt daheim bleiben. Und wollen ja, dann sollen sie daheim bleiben. Sie sind vorher auch daheim geblieben. Ja, die haben Menschen sagen, sie sollen daheim bleiben. Nein, die daheim bleiben wollten. Nein, ich verurteile niemanden, aber wir sind ja immer so mit Glacé-Handschuhen und wir fassen die so vorsichtig an. Wenn Sie die Behindertengrenze anzeigen. Aufhören, ja. Aufhören. Sie tun ihm weh. Er hat einen Behindertenausweis, Alter. Ja, ich hab's auch die Hand gebrochen, gell? Ist ja nur das Volk. Das Volk ist das Souverän und das Volk hat hier das Sagen. Und das ist erst. Tja. Aber wie kommt man dazu? Ich meine, wie kommen wir jetzt dazu? Also ich bin wirklich schon so satt, weil ich 1,5 Jahre immer von vorne anfangen muss. Es geht wieder zurück. Ja, aber die Maßnahmen gehen nicht von den Ungeimpften aus. Geh nicht aus, aber es ist halt einmal, wir müssen damit leben mit Corona, dann leben wir so mit Corona. Gibt es finanzielle Hilfen bezüglich der 2G-Regel? Das ist das Nächste natürlich, das gehört unbedingt gemacht, vor allem an diese 5% Umsatzsteuerregelung, also dass man auf die Speisen und Getränke, das gehört verlängert für das nächste Jahr auch und natürlich andere Förderungen, weil so werden wir es nicht backen. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll.
Wie siehst du denn die nächsten Wochen? Jetzt ist fraglich, inwieweit die 2G-Regel wirklich den Intensivstationen helfen wird. In Deutschland haben sich da schon einige Ärzte dagegen ausgesprochen und gesagt, das bringt gar nichts für Deutschland. Das bringt jetzt zwar weniger Freiheiten, aber nicht mehr Sicherheiten. Denkst du, es kommt tatsächlich noch ein Lockdown? Ja, es kursiert im Netz herum, diese Lockdown-Geschichte. Mittlerweile denke ich mir manchmal, ein Lockdown wäre besser. Ja. Mal schauen, ich merke schon, Gerd, du bist so wie viele in Österreich. Verwirrt, echt. Das ist seit Montag gilt der Lockdown für Ungeimpfte. Wie hat das funktioniert? Und also wir sind zufrieden. Wir haben eigentlich, sind nur 10% hinterm vor dem Lockdown-Umsatz. Also wir laufen hervorragend. Also es ist wirklich so eine, sage ich mal, eine Insel der Seligen oder der Insel der Geimpften. Und die Leute sind sehr zufrieden und es gibt überhaupt keine Nachteile. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auf Touristen angewiesen? Sind die Touristen im Land? Also ich habe 70% Touristen gehabt. Mittlerweile hat es gedreht. Es gibt kaum Stornierungen, wenn vielleicht bei Seminaren. Aber von den Deutschen auch nicht. Das heißt, die kommen. Also das wäre jetzt der größte Schaden, unseren Aufschwung und unseren Flow, den wir zurzeit haben, wieder zu stoppen mit einem Lockdown. Die Gefahr droht jetzt aus Deutschland, was ja natürlich verrückt war. Und wie ist jetzt genau die Situation auf Mallorca mit den deutschen Urlaubern? Das hat jetzt so ein bisschen rausgeklungen bei Ihnen, als würden Sie das gar nicht so gut finden, dass die wieder da sind. Ich würde mal meinen, die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Die Zahlen, die sind auf einem neuen Rekord hoch. Jetzt wird groß überlegt, was passiert. In Oberösterreich und Salzburg ist es fix, da wird es ab Montag auf jeden Fall einen Lockdown auch für Geimpfte geben. Was oder womit rechnen Sie, wenn das Ganze in Wien passiert? Wie wird es im Café Eiles gehen? Naja, nicht nur mir, sondern allen anderen auch. Also das ist natürlich toll, dass die Westösterreicher jetzt einen Lockdown fordern, die Hoteliers. Die haben ja gar nicht geöffnet. Ja. Das ist ja nicht locker, jetzt im Mitte November zu sagen, okay, sperren wir alles zu, lass mal zu. Wir kriegen vielleicht noch etwas ersetzt, so wie vorher gesagt, die Adlerrunde, die sehr viel Geld bekommen hat. Aber wir im Osten leiden darunter. Und wir, das muss man wirklich divergieren. Osten, Süden, dass wir uns brav danach gehalten haben. Wir großes Lob an Ludwig, der wirklich ein Vorreiter war. Ich habe ihn damals kritisiert, aber draußen wird konsumiert. Also wenn, es gibt ganz andere Länder wie Spanien oder irgendwas, die das mit voller Disziplin tragen. Wie sieht es mit der Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens aus? Die war ja auch im Gespräch. Das glaube ich. Also ich glaube, dass sie einen Kompromiss finden werden, wenn ich schon so in meine Kugel reinschaue. Ich liege mal sehr oft falsch. Aber ich sage es einmal so, ich glaube, sich da zu treffen zwischen den Grünen und den Türkisen, dass man sagt, okay, jeder hat ein bisschen recht, dass man sagt, okay, 22 Uhr bis 6 Uhr ist Ausgangssperre oder man sperrt zu. Das ist nicht das Problem, 22 Uhr zuzumachen. Aber so gehen. Natürlich ist es tragisch, diese Todesfälle und diese Leugnung, dass es sowas nicht gibt. Das finde ich das Ärgste, ja. Ja, absolut. Also ich sage schon seit 2 Wochen, ich wurde ziemlich beschimpft, dass ich für eine Impfpflicht eintrete. Aber warum nicht bitte? Ist es denn so kompliziert, dass wir uns alle impfen lassen und dass wir das alles vorbei haben? Das ist doch nicht so schwer, oder? Ich meine, wir haben eine Pflicht, auch die Ungeimpften, die haben eine Pflicht, die kann nicht nur Rechte nehmen. Dann sollen sie unterschreiben, sagen, okay, ich lasse mich nicht impfen, aber ich brauche auch kein Bett und ich nehme kein Bett, das gehört den anderen. Sollen sie es unterschreiben oder einmal hinschauen, einmal zuschauen, wie das ausschaut, damit sie einmal in Verantwortung gezogen werden. Oder einmal hinschauen, einmal zuschauen, wie das ausschaut, damit sie einmal in Verantwortung gezogen werden. I received her second dose of the Pfizer COVID vaccine as a participant in the clinical trial for 12 to 15 year olds. All three of our kids volunteered and were excited to participate in the trial as a way to help us all return to normal life. My husband works in the medical field and I have a degree in electrical engineering. We are pro-vaccine and pro-science. On January 20th, Maddie received her second dose of the Pfizer COVID vaccine as a participant in the clinical trial for 12 to 15 year olds. All three of our kids volunteered and were excited to participate in the trial
Oder einmal hinschauen, einmal zuschauen, wie das ausschaut, damit sie einmal in Verantwortung gezogen werden. Wir können nicht immer die schützen und sagen, wir polarisieren und wir machen Zweiklassengesellschaft. Das ist Schuld auch der Ungeimpften. Der Verlauf bei einer Impfung ist einfach leichter. Meine Lieben, ja, ich liege jetzt genau einen Monat in der neurologischen Klinik in Bad Neustadt mit GBS. Das ist eine schwere Nervenstörung, verursacht durch eine Impfung mit Johnson & Johnson. Ich bin seit 14 Tagen komplett gelähmt, ab Kopf abwärts. Und das wünsche ich niemandem. Haben oder wenn du ungeimpft bist, dass du wirklich im Eck bist. Wir müssen über Förderungen reden. Aber die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. 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 Förderungen sind nicht alles. Ja, es ist ja es geht ja um die Menschen auch, dass die wieder daheim sitzen. Und eben, ich befürchte, wieder Privatpartys, wieder auf der Straße, wieder das Gleiche von vorn. Die Österreicher sind nicht diszipliniert. Das müssen wir mal feststellen. Die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Herr Kunze, wieder Lockdown. Sie waren ja jetzt schon zuletzt sehr, sehr glücklich, dass Sie Ihr Café wieder öffnen haben können. Es ist auch gut gelaufen mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Die meisten Leute waren geimpft. Jetzt dann dieser Lockdown. Jetzt die erste Woche ist vorbei. Wie geht es Ihnen denn da persönlich und auch Ihren Mitarbeitern? Also zwischen großer Frustration, Depressionen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin nicht mehr optimistisch und diesen Lockdown sieht überhaupt niemand ein. Also egal, mit wem man spricht, niemand sagt, ja, das ist eine tolle Geschichte. Das ist es nicht. Wir sind wirklich, also uns geht es wirklich schlecht. Es geht vielen meiner Kollegen auch schlecht, die nicht wissen, wie sie die doppelten Gehälter zahlen wollen. Ja, ne? Ja. Also es ist wirklich ein Desaster. Wir sind so gut gelaufen, wir haben alles so gut im Griff gehabt. Die Geimpften sind gekommen, es war wunderbar. Die Stimmung war toll. Und auch die Hotels waren gut gebucht in Wien. Und dann macht man sowas, bitte knapp vor Weihnachten, das ist ein Desaster. Jetzt haben wir gesehen, die Zahlen gehen jetzt wieder leicht nach unten seit einigen Tagen. Also die Tendenz schaut einmal gut aus. Das soll, sagen viele, die Auswirkung sein durch den Lockdown Light. Also dieser erste Lockdown nur für die Ungeimpften, den wir ja kurze Zeit hatten, bevor dann der Richtige gekommen ist. Hätte das Ihrer Meinung nach ausgereicht, hier um die Situation auf den Intensivstationen, was halt wirklich schon katastrophal ist, es zum Teil immer noch. Das ist ja auch der Grund, das muss man natürlich auch verstehen. Wie sehen Sie das? Das verstehe ich schon mit den Intensivstationen, aber man hätte andere Möglichkeiten gehabt. Man sagt immer fehlendes Personal, aber das sollen jetzt die Ärzte machen. Die warnen natürlich, die schreien das raus und das ist völlig berechtigt. Andere Möglichkeiten, aber da hätte man rechtzeitig was tun müssen. Ja, rechtzeitig was tun müssen über den Sommer. Aber der Leiter hat sich gleich durch die ersten Zahlen nach 2 Wochen bewiesen, dass das geholfen hat. Aber jetzt die Wirtschaft so runterzufahren in Österreich. Also die anderen Länder, also ich war jetzt ein bisschen verreist, also auch in Spanien, die lachen, beziehungsweise ich bin angekommen am Flughafen, wir haben es gleich interviewt auf Spanisch das erste Mal, was ich zur Situation in Österreich sage. Ne? Es ist... Was haben Sie gesagt? Naja, Desaster, weil die haben das alle nicht verstanden, was da los ist, warum man das ein Land so zusperrt. Ja? Ein Land jetzt, das wirklich von dieser Phase lebt, von dieser Zeit, da muss ich heute einmal, dann kommt halt die nächste Variante und übernächste kommt die übernächste Variante. Wenn wir nicht endlich einmal damit leben werden, dann werden wir noch 2030 da sitzen und sagen, jetzt kommt die Variante. Also das geht so nicht weiter. Es darf keinen Lockdown geben. Wir machen uns kaputt. Also es hängt ja so viel daran. Und es geht ja nicht, dass der Handel aufsperrt. Die braucht die Gastronomie. Wir brauchen uns alle. Wir müssen alle aufmachen. Und so schnell als möglich. Also das wäre Ihre Forderung. Was sagen Sie heute zur Pressekonferenz der NEOS? Die sagen, ab 6. den Handel aufsperren und dann eben mit 2G plus Masken tragen. Ja. Ist das Ihrer absolut. Meinung nach denn viel der auch für die Gastro möglich? Der 8. Dezember muss mitgenommen werden. Mhm. Wir haben Hochsaison. Und von mir aus mit Maske, das hat man in anderen Ländern gemacht. Mhm. Das macht man in Holland, das macht man in Spanien. Überall hat man halt Masken. Man gewöhnt sich daran. Eine Schüttung. Lies was im Ich bin hier. 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 Ich
Aber was gar nicht geht, bitte diese Variante 2G+, das ist der Tod. Also da überlegen wir wirklich und viele meiner Kollegen, ob wir aufsperren sollen. Weil wie soll da jemand auf einen schnellen Kaffee gehen, schnell was machen? Das machst du einmal, wenn du zum Friseur gehst, ja, dann gehst du danach was essen. Aber so geht das nicht. 2G+ kann nicht sein. Flächendeckende Testungen auch, wie geht es denen dann am Land? 2G+, also man muss geimpft sein, genesen und PCR-Test. Ich meine, entschuldige, ja. Wir schauen eh schon an und scannen und tun. Jetzt muss ich noch schauen, der Test und passt der Test zu dem dazu? Da brauche ich ja eigene Rezeptionistin oder was und was, ein Manager. Das geht doch von wir kriegen alles aufgelastet, die Gastronomen. Ich meine, andere Branchen auch, weil bei uns ist es besonders massiv. Dass wir echt der Schmutzkübel der, sage ich nicht, der Regierung, aber sehen, dass wir alles aufgelastet kriegen und die Kontrollen noch dazu und dann werden wir noch als Verbrecher vorgeführt. Die Geimpften und die Ungeimpften, und die Ungeimpften sind jetzt quasi schuld daran, dass es dir so schlecht geht? Nein, 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 die Ungeimpften sind nicht schuld daran, weil die wollten nicht zu Hause bleiben. Es gibt ja sehr viele Ungeimpfte, die natürlich massiv protestieren und sagen, wir brauchen das Gasthaus eh nicht. Ja? Nein, ich stelle sie nicht als Sündenbecke hin, aber du hast gesagt, sie bleiben jetzt eh daheim und wollen. Ja, dann sollen sie daheim bleiben, sie sind vorher auch daheim geblieben. Ja, die haben sich Menschen sagen, sie sollen daheim bleiben. Das kann es nicht sein. Wir möchten endlich wieder normal arbeiten, endlich einmal wieder das zeigen, was wir können. Hm. In Frieden arbeiten. Vor allem mit PCR-Test, wenn man einen Kaffee trinken will, das überlegt man sich auch als Kunde zweimal, weil es ist doch nicht so leicht, diesen zu machen wie einen Antigen-Test. Na, absolut, ich meine, das machst du einfach nicht. Spontan ist da gar nichts mehr. Oder denke an die Touristen, die da am Samstag ankommen, ich meine, auch Kinder und so weiter. Dann soll ich sagen, oh, das Lokal, weiß nicht, die Teststation in der Straße, fahren Sie dann ins Auslandscenter, tun Sie dann schnell am Test machen. Das geht doch nicht. Das ist ja international nicht tragbar. Das gibt es in keinem anderen Land. Diese Übertestung, die wir haben, ist auf deiner Seite gut. Da haben wir mal festgestellt, Status quo, aber jetzt ist einmal Schluss. Und warum ist es in Österreich Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach, so weit gekommen? Was ist da falsch gelaufen, dass wir jetzt im Vergleich zu so vielen anderen Ländern so schlecht dastehen? Das ist natürlich also die Übertestung, also wir sind das Land, das am meisten testet. Woanders musste man es zahlen. Also es ist dann die Dunkelziffer größer. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, ob das jetzt besser oder so ist. Aber ich bin trotzdem noch der Überzeugung, jeder soll es einmal gehabt haben und jeder wird es einmal haben und dann ist er roh. Wenn es keine Tests mehr gibt, dann würden wir vom Coronavirus in der Bevölkerung gar nichts mehr mitbekommen. Das sagen Wissenschaftler, Ärzte und Experten. Sie kritisieren damit ganz klar den aktuellen Kurs der Regierung. Es ist so. Und die Impfung hilft eben, dass der Verlauf geringer ist. Aber sonst werden wir nicht durchkommen. Wir müssen damit leben und das dauernde Zudrehen und das dauernde Maßnahmen ergreifen und die Route im Fenster. Ich meine, das machen natürlich auch Leute, die irgendwo sitzen, die, ich sage nicht, wieder nichts gearbeitet haben, aber die einfach Entscheidungen treffen, die ihren vollen Gehalt bekommen. Die machen die Entscheidungen. Und wir, das Volk, das wirklich um Geld kämpft und was einteilen muss, sind dann die Leidtragenden. Also finanziell, sagen Sie, wenn jetzt hat es geheißen, die Gastro könnte am 20. aufsperren, dass man da irgendwie noch vor Weihnachten die paar Tage mitnimmt, wird das was bringen? Viel zu spät. Also die Saison ist jetzt. Weihnachten und fahren die Wiener weg. Natürlich, Touristen kommen normal. Kommen die? Weiß ich nicht. Ja? Wenn man jetzt nicht weiß, wie man aufmacht, kann ja niemand buchen. Also wir rennen ins offene Messer. Das muss mindestens am 13. aufgesperrt werden, wenn nicht früher. Mhm. Generell gibt es jetzt auch diese Überlegung, wenn man früher aufsperrt oder auch danach, dass es eben mit diesem 2G+ laufen soll. Nein. Ist für Sie nicht vorstellbar? Nein, das geht nicht. Also wir sind dann echt am Überlegen, ob wir dann aufmachen. Weil das, ich meine, kommt jetzt auf die Förderung drauf an, das ist ja nicht so klar. -40%. Genau. Wie schaut es aus mit den Förderungen? Ja, wie schaut es aus? Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll.
besonders verantwortungsvoll. Wie gesagt, die Gastronomie ist immer überfördert worden. Ja? Was ja teilweise, ich glaube im Dezember war das ja okay, aber sonst, wir müssen ja da, wir zehren jetzt noch von den Förderungen, damit wir jetzt die Löhne zahlen können, die doppelten Sozialversicherungsbeiträge, plus die aktuellen Rückstände, die wir aufgehäuft haben vom Finanzamt und Sozialversicherung und ohne Einnahmen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, wenn du mindestens minus 40% Umsatz hast, dann kriegst du was. Und im November ist es vielen Gastronomen so gegangen, dass sie nicht unter die 40% fallen, weil man ja bis 22. gearbeitet hat. Ne? Dann haben sie halt minus 20% und dann gibt es nichts. Also das heißt, man schaut auf die Finger. Also das ist sehr vage und nicht gut definiert. Oder ich hätte da einfach, das war mein Credo, einen Corona-Beauftragten gemacht, der entscheidet, oder ein Gremium, drei Leute, die das Handelsstichwort, aber die Politik draußen lassen. Es gibt ja dafür Sachen wie die Wirtschaftskammer. Fühlen Sie sich da gut vertreten? Mittlerweile besser, aber das ist halt auch, die werden dann auch wieder eingekocht, dass es müsste eine neutrale Stelle sein, also wer ist neutral? Ja, das ist natürlich, jeder ist gekauft fast schon, aber jemand, der Wie geht es Ihnen persönlich? Haben Sie jetzt Angst vor dieser neuen Omikron-Variante, die hier durch die Medien geistert, wo man noch nicht wirklich einschätzen kann, wie gefährlich die ist? Die taucht auf einmal wieder auf. Gell? Das ist ja lustig jetzt, genau in dieser Phase, zur richtigen Zeit. Nein, ich habe so und so nie Angst vor irgendetwas. Und es werden noch Mutationen geben ohne Ende. Das weiß doch jedes Kind, oder? Bei der Grippe genauso. Das ist ja so. Und jetzt kommt auf einmal, der neue Dings kommt. Und der soll ja haben, ich meine, ich spreche danach, ne? Soll nicht so arg sein und Junge treffen, wie auch immer. Man wird sehen, aber es werden noch so viele Varianten kommen. Und wenn wir jetzt jedes Mal zumachen und alle aussperren, da werden wir noch in Jahren da sitzen und werden wir 2030 noch da sitzen und reden. Viele Menschen sagen ja, man muss lernen, mit dem Virus zu leben. Von Anfang an, klar. Können Sie das beipflichten? Ja, absolut. Wir müssen damit leben. Es gibt so gewisse Regeln, die man einhält. Viele werden es gehabt haben. Besser ist, wenn es alle gehabt haben. Und dann sind wir durch. Oder wie könnte man denn weiter durchkommen, ohne einen Lockdown zu machen? Es hat ja sowieso von allen Regierungsvertretern immer geheißen, es wird keinen Lockdown geben. Ja. Im Sommer noch wurde das abgetan als eine Utopie. Alle haben daran geglaubt und sind jetzt wirklich vor den Kopf gestoßen gewesen. Aber wie könnte man denn weitermachen ohne diesen brutalen Lockdown, der die ganze Wirtschaft zerstört? Ja, mit Masken und einem gewissen Abstand. Ich sage mal, es ist ja auch so schizophren. Wenn du Flughafen fährst, alles ist so, beim Pissoir stehst du mit Abstand, du darfst nicht da stehen und dann sitzt und dann bist du in der Gangway so drinnen und im Bus auch wieder so. Das ist so lächerlich. In der so Gangway viele, oft 20, ja, genau, 30 Minuten. Lächerlich. Das sind so viele Dinge, wo du mich aufs Hirn greifst. Wie geht sowas? Und auf der anderen Seite, auch das sieht man im Parlament, wenn die Politiker so kommen, ihre Masken so, dann so marschieren sie so hin, so legen sie es so ab, so die Masken und ganz und privat, oder was man jetzt im ORF gesehen hat, wurscht. Und das ist einfach zweierlei Maß. Genau, apropos ORF-Skandale, gibt es ja jetzt von einem Anwalt Anzeigen an die Regierungsvertreter, die da mit dabei sind. Wie ging es Ihnen denn damit, wo Sie das gesehen haben? Ich habe nur geweint bei der Sendung, ich habe mir die angeschaut. Ich bin immer so von Sie haben die Sendung auch wirklich live gesehen? Nein, nicht live, also ich habe es im Fernsehen gesehen. Damals im Fernsehen. Aber ich bin ja so berührt von solchen Schicksalen. Und warum nicht? Die Politiker wurden eingeladen und haben das repräsentiert. Ja, sollen sie nicht bei Live is Live, weil ja, jeder steht dann auf und macht das. Ja. Also das finde ich jetzt lächerlich. Das ist das wirklich Nein, das ist einfach lächerlich. Ja. Das ist einfach eine Farce. Aber danach diese Cocktailparty, die es dann gegeben haben soll, angeblich. Hättest du auch gemacht, oder? Jeder hätte es getrunken. Ich bin generell niemand, der auf andere Leute losgeht. Ich sage nur das, was man in den sozialen Medien sieht. Das ist jetzt wirklich blöd, immer jetzt in dieser Zeit, und das sollte ein Mensch nochmal lernen, jetzt in dieser Zeit, also mehr zusammenzuhalten, mehr Verständnis, nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Café Eiles, wir wissen das, kämpft wie ein Löwe für die Gastronomie seit Beginn des ersten Lockdowns. Und ich könnte mir vorstellen, derzeit kurz vor der Explosion, oder?
Also total. Wenn es eine Steigerungsstufe gibt, dann ist es diese. Also wir sind wirklich am Limit angelangt. Ich verstehe die Entscheidung überhaupt nicht. Es wäre so toll losgegangen. Wir sind ja so gut im Chef gewesen. Und jetzt haben wir wirklich gehofft, am 13. aufzusperren. Man muss sich einmal bedenken, dass wir gehofft haben, dass jetzt die Touristen zum Shoppen nach Wien kommen. Das wäre ja alles gelaufen. Hotels waren gut gebucht. Jetzt muss man sich vorstellen, am 20., wenn das erst losgeht, Touristen, wer fährt am 20. erst nach Wien? Und das wäre natürlich für die Wiener Gastronomie, aber auch Hotellerie eine tolle Sache gewesen. Absolut. Warum, Gerd Kunze, glaubst du, hat der Wiener Bürgermeister das gemacht, diese Entscheidung? Weil er immer anders ist, weil er einfach für sich entscheidet. Er ist einfach der gestandene Herr da im Rathaus in seinem Elfenbeinturm, der Sonnenkönig, und entscheidet halt für sich. Der soll einmal weiterdenken. Vielleicht verzichtet da auch jemand einmal auf Gehalt oder Anteile des Gehalts, wie die Mitarbeiter das machen. Er muss einmal auf die Straße gehen. Sind halt, oder die Argumente sind halt einerseits die Omikron-Variante, weil niemand weiß, wie sich das entwickeln wird, und auf der anderen Seite, weil die Intensivstationen oder die Spitäler halt noch nicht einmal am Höhepunkt angelangt sind. Ganz Europa lacht über uns, in Österreich über unsere Entscheidungen. Das ist nicht, man könnte fast sagen, eine Verarschung von euch, wenn ihr am 20. aufsperren dürft, weil ich nehme an, am 24. ist ja geschlossen. Hast du mit dem Café Eiles über die Weihnachtsfeiertage offen oder ist über die Weihnachtsfeiertage zu? Ja, generell 365 Tage im Jahr offen, und der Heilige Abend und Silvester ist der beste Tag des Jahres. Man glaubt es nicht, Heiliger Abend ist bummvoll, wenn Touristen da sind. Die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Ich mache jetzt auch Takeaway-Catering, läuft überhaupt nicht übrigens. Die Leute haben kein Geld, die Leute sind frustriert. Ich gebe den Leuten Hoffnung. Ich gebe den Leuten Hoffnung, Herr Bürgermeister. Also ich bin eher schon für Impfpflicht, damit endlich einmal was weitergeht. Gerd, wie schaut es eigentlich aus im Augenblick mit den Corona-Hilfen? Da habe ich gestern mit jemandem aus der Friseurbranche gesprochen, der hat gesagt, in den letzten Lockdown hat es ganz gut funktioniert, aber momentan hinkt alles hinterher. Wie schaut es da bei euch aus in der Branche? Es hängt hinterher. Also ich warte noch auf Fixkostenzuschuss von Frühling noch, die Abrechnung. Das dauert noch ein bisschen. Wie ist jetzt überhaupt aus? Heute, Gott sei Dank, haben wir wieder geöffnet, die Kaffeehäuser und auch die Hotellerie. Trotz allem natürlich für die Gastronomen natürlich nach wie vor nicht so einfach die Situation. Ja, aber vorerst darf ich einmal ein bisschen strahlen. Ja, einmal bitte, ich bin froh, gelöst, die Leute sind gelöst, es läuft fantastisch. Auch nach einem Rundruf mit meinen Kollegen sind alle ziemlich voll. Also die Kollegen noch nicht, vielleicht am Abend, aber die Lokale sind voll und es läuft fantastisch. Also wird toll angenommen und die Wiener stehen dazu und unterstützen uns kräftig. Apotheken sind heute witzigerweise leer, haben wir gerade ein bisschen angeschaut. Aber Lokale sind voll und Touristen fehlen noch ein bisschen, aber sie kommen. Ich glaube, heute werden sie fest ankommen und ich sehe zuversichtlich wenigstens die nächsten zwei Wochen entgegen. So ist es, wir wissen. Wie geht's euch in der Gastronomie, wenn diese Gewitterwolken von Omikron aufziehen? Also das Positive ist einmal, dass die Gastro super läuft. Also wir haben wirklich großen Zuspruch. Die Leute sind zufrieden. Wir haben auch sehr viele Touristen, muss man sagen. Beziehungsweise Frankreich, England haben wir da. Wir haben Schweden da, wir haben Franzosen da. Die Deutschen lassen komplett aus. Sind da. Nein, die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Auf die Maßnahmen, die bekannt gegeben wurden von Gecko, das ist ja jetzt der Krisenstab der österreichischen Bundesregierung. Gastro-Sperrstunde 22 Uhr ab 27.12. mit 2G-Regel. Wie sehr trifft euch das? Mich als Kaffeehaus nicht so massiv, aber andere natürlich schon, wahrscheinlich Speiselokale, ne? Weil du kannst keine zweite Besetzung durchbringen. Also ob es jetzt was bringt, wenn die Leute um 22 Uhr nach Hause gehen, zu Hause feiern, ich habe wirklich die Situation immer angeschaut, auch in meinem Lokal. Wir kontrollieren die Leute, wir bringen sie mit Maske zu Tisch. Ja? Also da kann nicht sein. Und da kann man doch auch in Restaurants eine zweite Partie machen, also erste Sitzung, zweite Sitzung. Wir brauchen das Geld. Gut, das ist doch nie ein Cluster. Ist kein Cluster, nein. Du hattest doch nie eine Cluster. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, ein, alles zweimal. Sicher. So, alles sicher, na klar. Wie mehr mit Maske hinbringen, getestet und was soll das sein? Die Cluster sind dort, wo Ungeimpfte dazukommen, zu den Geimpften, bei den Bundständen. Da schaut man einfach zu. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit. Die Verhältnismäßigkeit stimmt überhaupt nicht. Das geht so nicht.
Wir noch Silvester jetzt auch abgesagt, Sperrstunde 22 Uhr. Wir wissen, der Jahreswechsel findet bekanntlich um 0 Uhr statt, der wird nicht vorverlegt auf 21 Uhr. Wie sehr wird das die Wiener Gastronomie hier treffen? Naja, natürlich auch massiv. Der Silvesterpfad ist abgesagt, also bei mir geht es so, aber es ist, Silvester ist, Neujahr sind die besten Tage des Jahres, aber was soll man sagen? Machen wir auch noch mit, aber die Förderungen müssen endlich stimmen. Das geht nicht so. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Liebe Leute in der Regierung, und das wissen Sie auch, sind wir echt das Zentrum Europas, das die Politik vorgibt in Corona? Was soll das? Also alle anderen schalten... Schau in die Niederlande, da haben wir auch einen Lockdown seit letzten Wochen. Ja, die haben das auch ganz schlecht gemacht. Mein Sohn studiert in Amsterdam. Es geht natürlich darum, jetzt auch... auch aus Mallorca muss man natürlich schauen, wie geht es dem Geschäft in Wien und vor allen Dingen, wie sind die Regeln? Die Regeln im Moment gerade sind ja für Gastronomen alles andere als vorteilhaft. Na, überhaupt nicht. Totales Chaos. Ich meine, die Sinnloseste ist ja diese 22-Uhr-Sperrstunde. Über das braucht man nicht einmal diskutieren. Das weiß jedes kleines Kind, dass das einfach so nicht funktioniert. Schlimm ist es für die Hotels natürlich, Hotelbars zusperren. Ich meine, das ist einfach eine Schnapsidee. Ja? Das kann nicht funktionieren, soll nicht funktionieren. Wer das erfunden hat, ich weiß nicht, gehört mit einer nassen Fetzen weggejagt. Ja? Das funktioniert nicht. Detto natürlich die Silvesterregel, dass die Leute alle auf der Straße sein werden, wir Gastronomen wieder durch die Finger schauen werden, die Leute sich irgendwo Alkohol kaufen, sich betrinken und schön weiter den Virus verbreiten. Wer das erfunden hat, ich weiß nicht, gehört mit einer nassen Fetzen weggejagt, ja? Das hat vollkommen die Leute mutlos gemacht. Die gehen nicht mehr weg, die sagen, warum soll ich am Abend noch weggehen, wenn ich um 22 Uhr schon nach Hause gehen soll? Ja, Touristen sind nicht gekommen durch diese massiven Kontrollen. Wir sind eigentlich am Boden zerstört. Das ist zumindest ein Ansatz. Also ich finde auf jede Idee dankbar, auch wenn sie noch so diametral ist, dass man sagen, okay, Schnapsidee, aber es ist eine Idee. Mhm. Ich bin so startbereit in den Löchern und mit unseren Sicherheitssystemen, mit diesen Abständen, mit den Masken, wir haben uns ja alle gewöhnt an die Masken, hier ist ja keine Diskussion mehr. Das Einzige, was sie eben machen, ist wirklich die Tests vorweisen, selbst, also auch wenn man wirklich, man kann gar nicht mehr, wenn man hingeht, zeigen sie schon her. Also das ist eigentlich zur Selbstverständlichkeit geworden, aber es wird eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen. Es ist einfach, wir leben damit und es läuft alles gut und die Gastronomie läuft hervorragend. Sich auch stark überlegen, entweder rigoros für alle getestet oder dann doch die Wohnzimmertests oder diese einfachen Tests. Man müsste dann ein richtiges digitales System erfinden. Ja? Aber es wird ja vieles verschlafen. Es wird angekündigt, ich bin neugierig, ob das jetzt mit dem Impfpass klappt, sollte klappen, aber es hätte man alles schon machen können. Intensivbettenerhöhung und so weiter und so fort. Warum ist Österreich der Weltmeister der Corona-Maßnahmen? Wir machen uns kaputt. Österreich macht sich kaputt. Ich habe jetzt noch was Neues gehört. Es gibt die neueste Message, also haben mir Leute geschrieben, intern in der Wiener Feuerwehr und MA48 sollen ab Januar, deswegen hört man immer, die Infrastruktur bricht zusammen, sollen Ungeimpfte nach Hause geschickt werden, die Mitarbeiter, bei keiner Entlohnung und dann soll es zum Engpass kommen. Das heißt, man versucht massiv im Hintergrund Engpässe zu erzeugen, damit man die Tragik dieser Omikron-Welle spüren soll, die Bevölkerung. Und das ist die größte Frechheit. Das ist noch im Geheimen. Also es gibt Papiere dahinter. Ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe das System nicht mehr. Also ich bin auch schon am Zweifeln, das große Ganze, was das soll.
Stichwort Maßnahmen. Österreich ist ja Tourismus, ist ja ein Tourismusland. Und jetzt eben auch in Wien gibt es ja auch ganz viele Touristen. Gerade zur Weihnachtszeit im Regelfall gibt es auch immer viele Touristen, die nach Wien kommen. Ihr seid ja direkt in der Wiener Innenstadt. Merkt ihr im Moment gerade, dass es weniger oder wesentlich weniger Touristen sind als normal? Wesentlich weniger. Also es ist am Anfang, wie wir wieder aufgemacht haben, da haben wir so 80% Umsatz gemacht. Und dadurch, dass jetzt die Wiener weggefahren sind, wir haben Touristen, eigenartigerweise keine aus Deutschland. Die Deutschen waren sowieso noch nie richtig so beliebt. Wenn ich schon so in meine Kugel reinschaue, ich liege mal sehr oft falsch, aber ich sage es einmal so.